Oberösterreich kocht wird präsentiert von Eilmannsberger und Maximarkt. Herzlich willkommen zu Oberösterreich kocht. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Es kocht heute für Sie Dominik Süß. Und würden wir den Parmesan auch noch weglassen, gäbe es ein rein veganes Gericht. Was hast du für heute überlegt? So ist es. Fastenzeit ist ja. Da müssen wir ein wenig schauen für uns. Ich kenne das, weißt du, die Mamas müssen immer für die Kids auf einmal vegetarisch, vegan kochen. Ja, das kennst du alles schon, gell? Das kenne ich schon, ja. Nein, jetzt machen wir Spaghetti Bolognese, kennt jeder. Ja. Und wir machen es aber jetzt vegan, also ich mache eine Linsen Bolognese. Super. Und weil für manche Glutenunverträglichkeit und so Sachen, also wir machen statt normale Nudeln, machen wir Zudels, weil wegen Zucchini, Nudels, da werden wir sie so Nudelstreifen draus schneiden. Hätte ich fast nicht erkannt, dass das eine Zucchini ist. Das ist schon, das ist ein Kürbis. Schon fast ein Kürbis. Das heißt, wir haben viel Schnibbelarbeit vor uns. Voll. Du hast mir strenge Instruktionen gegeben. Genau. Ich tue mal da das da, weil du hast gesagt, du willst das in mehrere Teile geteilt haben, gell? Genau, wenn wir voll eifrig sind, dann machen wir ähnlich große Gräs wie bei den Linsen. Dann ist es eine Woche. Warte mal, wie habt ihr das vorgeschwebt? Du hast gesagt, wir sollen das da so drüber genau, ziehen, gell? Tu da einfach mal, sag einmal, wie du da glaubst. Das so dritteln. Das ist schon mal ein guter Plan. Genau, und dann so. So, und das war's, oder? Genau. Ja, dreimal noch. Super. So, zicke, genau. Zicke, zacke. Weißt perfekt. Ja, so macht man das. Ich mach da schnell mal so ein bisschen her. Sie können es aber einfach auch in der Größe schneiden, die Ihnen passt. Genau. Du, und sag mal, auf deinen zahlreichen Reisen ins Ausland, was ist der Trend? Ist der Trend hin zum veganen Kochen oder ist es schon wieder ein Trend, der eher vorbei ist? Ich meine, das kommt natürlich darauf an, einerseits, wo man ist im Ausland, wo geht es hin, weil da gibt es Länder, für die ist das dem allgemein vom Grund her viel veganer als Basis. Mhm. Nachher gibt es andere, Amerika, wo es aber vom Grund her viel Fastfood und ungesunde Sachen gibt. Mhm. Aber insgesamt natürlich wird es immer mehr, gell, weil einfach, wir haben da, für den Körper ist es einfach gesund, pflanzlich sich zu ernähren, es ist für die Umwelt gut und die Tiere. Und das ist gerade junge Leute einfach sehr, sehr wichtig. Aber es kann ja jeder machen, was er will, ist das Gute. Schneidet er die, was magst du? Was magst du? Die haben wir noch nicht. Genau. Das sind Kräuterseitlinge, gell? Ein bisschen Olivenöl. Und das braten wir uns jetzt nach und nach an. Da ist, wir dürfen ruhig ein paar Röstaromen haben. So, reicht dir das oder brauchst du mehr von den Schwammerl? Da haben wir noch ein bisschen, oder? Weil Schwammerl ist schon Schwammerl super. Schwammerl ist super. So, und wie gehst du das jetzt mit den Sudels an? Mit den Sudels, da werden wir sie so auch mit der Mandoline am besten so Bohnen runterschneiden. Okay, und dann? Und dann schneiden wir sie in so lange Streifen wie Tagliatelle so auf die Art. Okay, warte mal, einen Kochlöffel, weil dann mache ich da mal so ein bisschen zum Rühren. Jetzt tun wir das auch noch. So, das heißt, zuerst wandert quasi Karotte rein. Genau. Dann kommen wahrscheinlich Sellerie. Genau. Zwiebeln und die Schwammerle. So ist es. Die Linsen ganz am Schluss, du tust das auch noch tomatisieren. Da sind die Gewürze, ein Wein zum Reduzieren. Genau. Und ich werde jetzt schon langsam einmal die da machen. Voll gerne, das wäre super. Soll ich da diesen Mörderbracker nehmen? Mit was du erleichtert ist. Genau, wir fangen mit den Karotten an. Ganz einfach, weil die den längsten, also die sind am härtesten. Das heißt, die brauchen am längsten, dass sie weich werden vom Garpunkt her. Und schmeißen uns das nacheinander ein, sodass wir nachher überall den gleichen Biss haben. So, das schaut doch gar nicht so schlecht aus, super. Oder? So, dale. Wenn wir uns das mal ein bisschen anbraten haben, geben wir unsere Zwiebel auch mit dazu und rühren das ordentlich durch. Wunderbar. Silvia, wie geht's dir mit den Zudels mit da? Mit dieser Riesenzudel da. So, dale. Man merkt jetzt schon, man riecht die Röstaromen schon ganz gut. Und dazu können wir jetzt ein bisschen was geben von unserem Tomatenmark. Das rösten wir ein bisschen mit. Ganz wichtig für Tomatenmark immer nicht zu lange, weil sonst wird es bitter. Darum haben wir da jetzt wieder einen Rotwein, mit dem wir ablöschen. So,
So, wie dick hättest du die gern? So? Ganz dünne oder breitere? So oder dünner? Vielleicht ein bisschen weniger, ja. So. Genau so. Dominik, was ist denn die Alternative, wenn ich sogar auf Parmesan verzichten möchte? Du, im Veganen verwendet man da voll gerne Hefeflocken dann. Hefeflocken? Hefeflocken sind das. Das kann man einfach kaufen. Das ist ein Hefeort, ja. So getrocknete Flocken sind das wirklich. Ja. Schaut dann ähnlich aus wie geraspelter Parmesan. Ha. Und vom Geschmack her ist das wirklich, also das erinnert an, das hat so eine käsige Note durch die Hefe. Weil das also ähnliche Reifeprozesse, was die Hefe hat und was der Käse natürlich hat. Spannend. Und das wird ja nicht schlecht auf einmal, was du das hast im Trockenlager, Trockenregal. Und ja, auf jeden Fall einen Versuch wert, auch wenn man nicht vegan ist und einfach gerade kein Parmesan zu Hause hat. Genau. Gut, das heißt, da das köchelt vor sich hin. In welchem Moment gibst du dann die Tomatensauce dazu? Genau jetzt, okay. Weil der Rotwein ist verkocht. Mhm. Und wir geben uns jetzt unsere Linsen dazu und auch die Tomatensauce. Da habe ich dunkle Beluga-Linsen, die sind schon vorgekocht. Und schmeißen uns da Tomate dazu. Jetzt weiß ich auch, warum du gesagt hast, wir sollen alles gleich groß schneiden, weil da die Illusion eher gegeben ist, dass wir da ein Fleisch haben. Gell? Und wenn man da also eine professionelle Fachkollegin schon da hat, weißt du, was der Profi am Messer ist? Weißt was? Du fahr da nach Kanada. Aber gefreust du dich? Hey, ich freue mich schon voll. Ich freue mich wirklich jetzt voll, dass ich mal wieder draußen Abenteuer noch mal zu machen. Weil daheim ist alles immer schön, aber man kann schon was lernen im Ausland einfach. Und mir taugt es, was der Englisch ein bisschen zum Dazulernen und da noch mal besser werden, neue Leute zum Kennenlernen, neue Gastronomiekonzepte zum Sehen und das dann einfach alles mitnehmen nach Österreich. Aber auch auf Instagram währenddessen schon berichten, finde ich immer cool und voll spannend für die Leute. Das ist sehr spannend. Das ist immer gut, wenn man dir folgt, weil da ist man am neuesten Stand, wenn es um die neuesten Trends aus aller Welt geht. Das finde ich immer lässig. So, und währenddessen unser Bolognese da einreduziert, sage ich jetzt einmal, kümmern wir uns um die Zudels. Und Sie holen sich vielleicht schon ein Bierchen, weil bei uns gibt es so Nagel eins und wir sehen uns in Kürze wieder. Bis gleich. Ciao, ciao. Maximus, Café do Brasil. Alles andere ist vielleicht bloß kalter Kaffee. Maximus, exklusiv bei Maximarkt. Elegant, exakt, einzigartig. So planen die Küchenspezialisten von Eilmannsberger ihre Küche. Modern, klassisch, im Landhausstil oder eine Designküche. Überzeugen Sie sich im 600 Quadratmeter großen Schauraum in Rohrbach. Eilmannsberger. Am Ende schreibt man Küche mit E. Der Miele Dampfbackofen ist die perfekte Kombination aus innovativem Backofen und leistungsstarkem Dampfgarer. Er bewahrt mehr Nährstoffe, Vitamine und Aromen. Und dank der automatischen Selbstreinigung erstrahlt er jedes Mal wie neu. Intuitive Technologie genau auf Sie abgestimmt. Das ist Qualität, die Ihrer Zeit voraus ist. Miele. Immer besser. Kochen. Wie an der frischen Luft. Ist für uns natürlich. Die Kochfeldabzugssysteme und der Flexbackofen von Bora. KUKA. Immer 100 Grad kochendes. Gekühltes, prickelndes und stilles Wasser. Der Wasserhahn, der alles kann. Mehr Infos auf kuka.at. Oberösterreich kocht wird präsentiert von Eilmannsberger und Maximarkt. Da sind wir wieder bei Oberösterreich kocht aus dem Eilmannsberger Küchenstudio. Es kocht Dominik Süß für Sie und wir sind mitten im Biermärz. Es wird jetzt auch ein köstliches Bierchen noch verkostet und wir sind mit unserem veganen Gericht fast fertig. Voll, das schaut schon aus wie Bolognese da.
Was hältst du davon, wenn wir uns noch ein bisschen an frischen Basilikum aber zupfen da? Yes. Ein bisschen einhacken? Einen Teil hacken und einen Teil dann für oben zum Garnieren. Das wäre perfekt. Jawohl. Die schönsten Spitzel da, sowas nehmen wir für oben. Du und die Zudels, die machst Zudels, du jetzt, gell? Die tun wir sie rein zum Olivenöl schwenken und würzen. Und da müssen wir auch noch ein bisschen würzen. Da nehme ich gerne ein bisschen braunen Zucker dazu. Der ist immer gut bei sowas. Natürlich Salz, Pfeffer. Mhm. Und eben die orientalischen Kräuter, frischen Basilikum, wenn man hat, frisch oder getrocknet, Thymian, Oregano, das geht alles. Tausend Dank. Mhm. Magst du mehr von dem Basilikum? Ja, eine. Nein, ich meine, soll ich nur anschneiden? Ja, gerne noch ein bisschen. Ja. Also, da kann man nicht genug haben, finde ich. Das ist was Feines, gerade Basilikum. Obwohl Basilikum so zum daheim haben, finde ich, ist immer ein bisschen ein Kampf, oder? Meiner geht immer relativ schnell ein. Normale Schauer, ja. Aber meine was Mama ist, hat das voll durchschaut. Bitte. Und ich weiß nicht, jetzt wieso. Aber, hallo. Na, erstens, was wichtig ist, glaube ich, das ist so dicht gesetzt, dass man die umpflanzt in ein bisschen einen größeren Topf. Ja. Das ist ganz wichtig. Ja. Und dann gibt deine Mama einfach jeden Tag einfach ein Glas Wasser die gleiche Menge. So viel, oder wie? So viel, also so 0,3 oder sowas wird das sein. Ja. Der wuchert bei der Mama. Hör auf! Komplett arg. Mich frisst er nicht. Bis der Papa dann wieder mal für die Wirtshausküche kommt, und dann frage ich, was ist mit Basilikum passiert? Wie heißt Mama, dass wir liebe Grüße ausrichten? Die Bettina Süß. Bettina Süß habe ich eh schon kennengelernt. Betty, genau. Dein wuchernder Basilikum. Ja, die umsetzen. Wird umtopfen, größerer Topf, das merkt man sich. Ein Glasl Wasser pro Tag. Mhm. Darf ich dir die Zudels in die Pfanne geben? Sehr klar. Einfach rein, du reinschmeißen, hast jetzt nur Olivenöl. Ja? Olivenöl drin, genau. Mhm. Zack, zack. Genau, und die fallen jetzt ziemlich schnell zusammen. Mhm. Die schwenken wir sich durch. Wir geben uns ein bisschen Salz drauf gleich noch. Mhm. Man kann auch vorher schon ein bisschen einsalzen, dann entzieht das noch wegen die Flüssigkeit. Ja. Weißt du, was nur jeden Tag ein Glasl gut ist im Biermärz? Das stimmt. Biermärz. Biermärz. Natürlich unglaublich. Biermärz. Das darf man sogar in der Fastenzeit dann, oder? Die fünfte Jahreszeit bitte in der Region, in Viertel. Brauerei Ried hat uns wieder ein köstliches Bier vorbeibracht. Rieder Helles. Cool. Und das darf man jetzt verkosten. Es ist süßlich, unkompliziert, aber nicht langweilig. Genau. So wie du. Das oder aus der Flasche? Ich bin schon vorbereitet für uns. Hast du schon aber das können wir aus der Flasche auch trinken. Ja, so wie du sagst. Ich bin für alles offen. Ja, trinken wir es einmal aus der Flasche. Ich mag den Flügelverschluss so gerne. Das gefällt dir nämlich. Gerne. Das weiß ich. Ein helles. Schick. Das ist so cool. Das ist ein wunderbarer. Prost, Silvia. Auf. Was? Nein, das muss schon gescheit. So, Prost. Drei Klangchen mal probieren. Was ist kennst das? Du? Gehst du so? Pass mal. Drehen. So. Schön. Na, da lernt man. Bildungsfernsehen. Der Rieder Dreiklang ist das. Das ist der Rieder Dreiklang. Man sieht das schon nächstes Mal, wenn du wieder mal unterwegs bist. Hey, Dreiklang, ja. Also, so wäre es von mir gewesen. Beschreib. Süffig. Süffig, ja? Das ist wirklich gut. Schmeckt mir voll. Ist es deins jetzt? Haben wir es gefunden? Voll. Oder ist nur das Etikett, was dir gefällt? Beides. Die sind natürlich auch sehr sympathisch da. Es ist fruchtig, süffig, so wie du sagst, prickelnd. Ja, schöne, angenehme Kohlensäure hat es. Ja. Das stimmt wirklich. Super gut. So, ja, vor lauter Dringe darf man da unser Essen nicht vergessen. Und das vegane Essen. Falls Sie Lust haben, was nachzukochen von den Rezepten, die unser Dominik mitgebracht haben, Sie finden alle Rezepte bei uns auf der Homepage. Wir haben das eine oder andere Rezept bei uns aber auch auf den Social-Media-Plattformen. Wir freuen uns, wenn Sie Fotos von den nachgekochten Rezepten schicken und nicht vergessen, uns zu taggen oder zu verlinken. Das wäre ganz besonders nett. Und wir haben was zu gewinnen, einen 50-Euro-Gutschein vom Maximarkt. Schicken Sie uns eine Postkarte oder eine E-Mail, warum Sie den Gutschein gerne hätten und dann flattert der vielleicht schon bald zu Ihnen nach Hause. So ist es. Oh. Jetzt schon dahin? Dann richten wir unser Teller an, oder? Mhm. Darf ich das da so herstellen? Das war perfekt. Zack, bin bereit. Geben wir uns einfach einen schönen Schöpf ein, oder? Also du machst es andersrum, okay, verstehe. Ja, machen wir jetzt so in dem Fall. Ja. Schön Boden bedeckt. Mhm. Dann können wir uns nämlich da so einfahren. Also Karotten, Zwiebeln, Stangensellerie, Knoblauch, Kräuterseitlinge, Tomatenmark, genau. Tomatensauce, Salz, Pfeffer, Gewürze. Mehr weiß nicht, oder? Ein Rotwein haben wir noch. Soll ich es hochmachen? Mhm. Ich finde das gar nicht so schlecht. Ich bin eigentlich nachhaltig beeindruckt von dem, was da passiert.
Hätte mir nicht gedacht, dass man das so schön errichten können wird. Und darf ich jetzt das Vegane zerstören, indem ich den drüber tue? Käse geht. Käse darf man schon, oder? Das ist ganz wichtig. Sie sind es nicht besser, Sie wissen aber, Sie können das weglassen. Oder Sie nehmen, was hast du gesagt, Haferflocken? Hefeflocken. 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 Hefeflocken? Genau. Ach so, na gut, das haben wir da. Die Veganer, da haben die, wenn sie auskennen. Die werden sie auskennen. Man schaut aber schon gut aus, muss ich sagen. Schaut wirklich gut aus. Wir zeigen Ihnen das jetzt gleich von allen Seiten, sagen in der Zwischenzeit schon mal herzlichen Dank fürs Einschalten. Mahlzeit. Guten Appetit, viel Vergnügen beim Nachkochen. Das letzte Wort hat der Chef. Wirklich? Ja. Ich darf das da drauf tun. Ja. Mann, das schaut so gut aus, Silvia, sagt das. Aber wir müssen es ja probieren, auch, oder? Sicher werden wir es probieren. Aber nur bei einem. Nur bei einem? Nein, das andere lassen wir dem Publikum zum Draufschauen. Zum Anschauen. Genau, und nehmen wir das. Nehmen wir das zum Essen? Sehr klar. Okay. Mahlzeit. Probieren wir. Ich schaue mal, wie du das machst. Ja, ich probiere mal, die Linsenbulle. Mhm. Bin gespannt, was du sagst. Weltklasse. Das ist cool, oder? Ja, das ist richtig gut gewürzt, nämlich. Mhm. Das hast du super gemacht. Zauberhaft. Das ist lecker. Ein sehr gutes Gericht, ja. Macht ja nichts, wenn man einkochen lässt, das Ganze. Das ist wirklich das Gemüse. Linsen ein wenig zerfallen, weil ist ja bei einer echten Bolognese auch so mit Fleisch. Und die Sudels haben auch einen super Biss dazu, gell? Super, gell? Und ja, schmecken lassen. Schnell einen Schluck Bier, dass nicht gesund wird. Und den Rest, da muss einrechsen. Das essen wir dann also von der Bolognese. Also immer. Wir haben immer frisch gekocht, was da haben. Selbst gekocht. Sehr brav. Bis bald. Wieder einschalten nächste Woche.